Hallo und herzlich willkommen zurück zu Chunkpunk. Wir haben in der letzten Folge den Monolith 1 hier fertiggestellt. Der hat hier Atmosphäre rausgeblasen, was auch immer es war im Endeffekt, was er hier freigesetzt hat. Es hat dafür gesorgt, dass der Himmel endlich ein Wolkenhimmel ist. Also die erste Terraform-Sequenz haben wir wohl geschafft. Und zwar, die Wolken sind jetzt ja, eine annehmbare Sache, die man sich anschauen kann. Wir können sogar den Sternenhimmel sehen und wir haben eben schöne Wolkenbildung. Jetzt ziehen auch hier ein paar Wolken vorbei. Also es ist wirklich, die erste Stufe ist wohl geschafft. Ich bin gespannt, was die zweite ist. Vielleicht irgendwas mit dem Boden oder mit dem Wasser oder irgendwas anderes, Pflanzen. Keine Ahnung, wir werden es sehen. Gut, so als erstes heute. Ich habe hier nochmal ein bisschen gebaut. Ich habe hier nochmal ein paar Lampen gesetzt. Ich habe nochmal Pflanzen oben geholt. Von jeder Sorte zwei und habe die drüben eingepflanzt. Ich habe die Container geordnet in der Abwesenheit und ich habe eigentlich alles in das Auto geräumt und wollte dann mit dem Auto eigentlich rüberfahren und habe mir gedacht, ich habe dann festgestellt, wo ich testweise mal rübergefahren bin, die Straße entlang, ne, das sieht man so ein bisschen, es geht eine Straße rüber zu dem Monolith, man sieht es nicht gut, aber ein bisschen sieht man was, dass da hinten was lang führt, von hier oben sieht man es auch nicht unbedingt so viel besser. Aber es ist ein bisschen was zu sehen, dass hier durch die Industrieanlage auf der linken Seite da eine Straße durchführt. Habe ich mal abgefahren, festgestellt, da kommen wir nicht großartig durch. Habe ich also jetzt eine Vorbereitung getroffen, dass wir durchkommen. So, das wäre es mal das. Also wir werden uns heute den Monolith 1 anschauen. Wir werden ja, in das Quest 2 rutschen und ich bin gespannt, was wir machen müssen. Und natürlich, das liegt schon eine ganze Zeit hier. Habe ich, ich habe es immer übersehen, das sind Zylinder, ich nehme die mal auf. Und was können wir mit den Zylindern machen? Ja, da können wir uns ein bisschen schön machen. Ich gehe mal ins Inventar und da haben wir hier so einen Zylinder und da können wir hier so einen Hut aufsetzen. Ja, sieht jetzt nicht so schön aus, sind wir ehrlich, ein bisschen rostig, ein bisschen schmutzig. Nun, vielleicht wird das noch, vielleicht werden die noch irgendwann schön, wenn wir die da vielleicht mal ins Wasser hauen, keine Ahnung. Ist natürlich alles nur Spaß, ne? Also, man kann hier verschiedene Hüte finden und wir haben ja schon festgestellt, wir können verschiedene Farben finden. Und ich habe, ich weiß gar nicht, haben wir eine Karte hier? Ja, wunderbar. Wir sind jetzt hier ist unser Monolith 1, hier ist unser Monolith 2, den wir da drüben sehen. Wir haben leider keinen Pfeil auf der Karte. Na, wenn man die Richtung schauen, ist das Blickrichtung hier, ist unser Monolith 2. So, hier haben wir diese Formation, diese graue Formation, die ein bisschen komisch aussieht. Ich bin gespannt, was das vielleicht mal wird. Da sehen wir es zum Beispiel, wenn wir genau hinschauen, das ist der Monolith 5. Dahinter ist der Monolith 4. Wenn wir in die Richtung schauen, ich kann das ja mal auf der Karte sagen, das ist die 5, das ist die 4. Und hier draußen irgendwo, ich kann hier was setzen. Okay, nimm das mal weg. Hier irgendwo ist die 3. Ja, man sieht sie nicht, weil die irgendwie nicht auf der Karte ist. Sieht man die nicht, aber die ist hier. So, nur dass wir das mal haben. Hier sind wir abgestürzt, hier sind wir runtergekracht, abgestürzt. Hier haben wir uns hochgearbeitet, hier haben wir ein bisschen gearbeitet. Und wie gesagt, hier habe ich jetzt eine Straße freigemacht. Hier rüber zu dem zweiten Monolithen, dritter Monolith, vierter Monolith, fünfter Monolith. Am dritten wird gearbeitet. So ist der Stand des Spiels momentan. 4 und 5 gibt es noch keine Mission dafür. Ich bin gespannt, wie das dann sein wird. Ich denke, es wird an die Oberfläche kommen, vielleicht Begrünung oder sowas, dann werden Pflanzen kommen, dann wird sich auch wahrscheinlich um die Meere gekümmert werden, um das Wasser und dann vielleicht noch Klima, irgendwas in der Richtung, keine Ahnung, so könnte ich mir das vorstellen. Gut, aber um es mal so zu machen, ich habe hier unten, das muss ich kurz schauen, irgendwo hier hat man Laser aufgebaut, den habe ich abgebaut, dabei habe ich was gefunden, darauf gehen wir gleich nochmal ein. Ich habe den Laser hier hinten gelassen, das ist der dort, der steht noch. Der dort, ne? Ihr seht es, wartet mal, ich nehme mal hier den Laser rein, der dort, da, der steht noch. Ich habe den hier unten abgebaut, den da habe ich auch abgebaut, also drei Stück habe ich abgebaut. Na, dass wir da erstmal klar sind. Den vierten habe ich dort gelassen und den hier unten habe ich zum Teil abgebaut. Da sind auch noch ein paar Ressourcen drin, die ich jetzt unterwegs so ein bisschen durch das andere gesammelt habe, müssten da noch drin sein. So, aber ich habe ja noch eine Sache. Bei dem Abbau hier hinten, unten am Wasser, hier unten bei dem, na, hier die Straße runter, ging es ja so steil hier runter. Da habe ich noch was gefunden, was wir abgebaut haben und das würde ich euch gerne mal zeigen. Und zwar nehmen wir die gelbe Farbe mal raus, wieder ursprünglich weiß.
Und ich drehe den mal, da kommt das vielleicht besser zur Geltung. Und wir nehmen mal das hier rein. Die habe ich auch gefunden beim Abbauen dort. Lag sie rum. Ja, lila, pink, rosa, was auch immer. Ja, es ist eher so ein Pink bis vielleicht lila. Wobei das ja dieselbe Farbgattung irgendwie ist. Ja, so sieht's aus. Gut, also Fahrzeug hier ist momentan leer und ich würde sagen, wir fahren jetzt mal rüber. Genug gelabert, aber muss natürlich auch sein, dass ihr wisst, auf welchem Stand wir sind. Ja, habe ich ein bisschen hier rumgedengelt und gemacht und gemehrt. Und ja, ich würde eigentlich gerne mal wissen, für was die Gebäude da sind. Das müssen wir auch nochmal schauen, weil das leuchtet mir hier irgendwie. Und da drüben ist es auch grün. Warte mal. Warte mal. Das sieht aus wie eine Tür, oder? Tür öffnen? Ah! Okay, wir gehen da mal nicht rein. Wir wollen heute zum Monolithen 2. Sonst, keine Ahnung. Also da bin ich jetzt so, dass ich das jetzt auf die lange Bank schiebe. Vielleicht haben wir heute noch Zeit in der Folge, dass wir uns das noch anschauen. Wie liegt man jetzt? Ja, gute 5 Minuten haben wir schon verschwendet für die Einleitung, aber es muss sein. Wir sind im neuen Kapitel sozusagen, im zweiten Quest. Und ja, so, hier habe ich mal eine Pforte durchgeschlagen. Und ihr seht es, hier war ich dann auch etwas gefüllt. Ich würde es trotzdem mal einsammeln, da haben wir es weg. Und ja. So, da haben wir das. Da habe ich jetzt ein paar Ressourcen. Na, hauptsächlich würde ich sagen Metallschrott und eine Pumpe gab es hier. So, fahren wir mal weiter. Ja, hier habe ich mir gedacht, bevor ich mich durch den Reifenstapel buxiere, machen wir das mal hier auf die galante Art hier runter. Und dabei habe ich Folgendes entdeckt. Und zwar gibt es irgendwelche Abbaugebiete hier, scheint mir so. Mir sieht das hier stark nach einem Abbaugebiet aus. Ich habe es noch nicht getestet, was es ist. Na, ich wollte mir auch die Überraschung mit euch nicht so alleine nehmen, sondern mit euch zusammen. Aber das fiel mir auf, weil ich das eben umfahren hatte. Und dann habe ich hier eben ja, die Spur der Verwüstung hinterlassen. Komischerweise spawnen die nicht weg. Das, also was heißt komischerweise? Das ist ja schon mal eine feine Sache an sich. So, sammelt das mal schnell ein hier. Das andere machen wir auf dem Rückweg. Ich hoffe, dass wir genug Platz haben. Lub, lub, lub. So. Und wie gesagt, da hatte ich mich ein bisschen durchgefräst. Und hier habe ich gedacht, hier können wir links abbiegen. Das sollte passen. Natürlich wäre es ideal, wenn wir die Straße ganz befreien. Irgendwann wird sicherlich passieren. Ja, der schafft das. Das ist sehr schön. Gut, dann war die Entscheidung ja richtig, das so zu belassen. Und jetzt bin ich genauso gespannt wie ihr, denn ich weiß auch nicht, wie es jetzt weitergeht und was wir jetzt im Endeffekt tun müssen. Ja, so. Okay, wir schauen nochmal in die Produktionsstätte. Das ist also immer noch gesperrt und ich hoffe, dass wir das jetzt irgendwo hier freischalten können. Soll das Einlässe sein? Sieht aus wie Einlässe oder sowas, ne? Vielleicht Förderbänder, neue Förderbänder vielleicht. Komm, wir machen mal einen Rundum-Flitzer hier, auch wenn es jetzt ein bisschen dauert. Wir schauen uns das mal ganz in Ruhe an, ringsrum. Ich habe jetzt natürlich auch nicht viel Energie dabei, aber ich hoffe, dass das für den Moment hier reicht, ne? Ja, ihr könnt mir mal sagen, was ihr von den Farben haltet oder von den Gimmicks, die man hier den Charakter aufsetzen kann. Es gibt noch andere Hüte, ich habe da schon was gesehen, dass man da noch andere Hüte und Utensilien finden kann für den Kopf, als auch andere Farben noch. Da gibt es wohl noch ein bisschen was. Also hier ist nichts weiter. Okay, dann ist das wirklich nur hier vorne. Ja, und das ist ja das Ding, was freigeschalten wurde, wo in der letzten Folge das davon geflogen ist, das Gerät oder die Sache, wie auch immer. So, ich würde gerne nochmal das hier reintun, was wir hier jetzt eingesammelt haben. Das sind immerhin 487 davon, ein paar Pumpen. Das können wir mit reintun und das. Den Hut lassen wir mal auf. Ja, könnt mir ja mal immer reinschreiben, vielleicht was ihr für eine Farbe haben wollt, ob ihr das Geld behalten wollt oder lieber mal eine Runde rosa oder ob es mir überlasst. Oh, das ist aber schön. Here we will enrich the planet's surface to begin the process of planting planet-wide vegetation. I have calculated the water cycle is beginning to self-clean and the ocean's acidity level is dropping.
We will have to do more in time. However, this is acceptable progress for now. We will need 3 main chemicals in order to proceed with this stage of terraforming. Nitrogen, phosphorus, and potassium. You will need to create enough of these materials to begin fertilization of the planet's surface. Once we have achieved these goals, I can commence the pupping process. As you have probably seen, there are other parties on this planet interested in exploiting it for their own gain. Sooner or later, we will have to stop them if we are able to complete our mission. Your memory core is badly damaged. Updating memory core. You now have access to more NWR technology. Oh yeah! Geil. Okay, ich weiß immer nicht, wann er fertig ist. Also für alle die, die es nicht verstanden haben, ich fasse das mal zusammen. Ja, wieder mal herzlich willkommen zur zweiten Stufe, so in der Art. Ja, also der Planet, wir haben den ersten Schritt gemacht. Und jetzt tut sich schon mal das Wasser wohl, wenn ich das richtig verstanden habe, selbst reinigen. Das ist doch eine feine Sache. Wir haben jetzt als neues Ziel oder als neue Sache haben wir 3 Chemikalien. 3 Chemikalien, womit wir düngen können. Ja, den Boden sozusagen fruchtbar machen, dass etwas wachsen kann. Also kommen als nächstes Pflanzen oder ähnliches, Algen, vielleicht sowas in der Richtung. Wir haben als erstes haben wir Kalium, Stickstoff und Phosphor. Das sind bekannte Sachen zum Boden fruchtbar machen. Wer da das ein oder andere Landwirtschaftsspiel kennt, der kennt sich da mit Sicherheit aus. Ne? Kalium ist um den den Boden so ein bisschen ins Gleichgewicht zu bringen, übersäuert, untersäuert etc. Stickstoff ist einfach nur, dass die Pflanzen genug, so wie wir Sauerstoff haben, um es mal einfach auszudrücken. Na? Und Phosphor ist einfach nochmal ein bisschen Vitamin B, sagen wir es mal so, Vitamin A, B, C, na, dass es ein bisschen vorangeht. So könnte man das vielleicht in Proben sagen. Und das sind wie gesagt 3 Sachen, die der Boden braucht. Wer vielleicht LS spielt, Landwirtschaftssimulator, der kennt sich da bestimmt auch aus. Und das ist es. Also diese 3 Sachen. Und dann habe ich ja vorhin doch recht gehabt, dass das irgendetwas zum Abbauen ist, woran wir vorbeigefahren sind. Vielleicht war es Phosphor. Wir werden es herausfinden. Und wir schauen mal rein. Der hat jetzt gesagt, wir haben Zugang zum NWR-Sachen. Ja, genial. Schaut es euch an. Straßenlampe. Die sieht ja genauso aus. Und die kostet erheblich mehr. Oh. Das ist ja fies. Okay. Also mehr kostet sie wohl nicht. Da kostet das hier mehr. Wir haben hier Kupfer. Wir haben hier 2 Widerstände und 20 Metall. Ich glaube, da kriegt man so einen Stahlbarren billiger hin. Für 4... Schrott, ne? Für 4 Stahlschrott. 4 Stahlschrott sind, glaube ich, 2, also sind 8. Das sind 8 Schrott, 8 normale Schrott sind, glaube ich, 1 Stahlbarren. Aber ist egal. Wir wollen da nicht kleinkariert sein. Auf alle Fälle haben wir das, was wir wollten. Und das ist doch schon mal eine feine Sache. Und hier gibt es irgendwie einen Lift, den nehmen wir gleich mal nach oben. Wir schauen uns jetzt das mal an. Der Monolith 2. Ich bin ganz gespannt. Auf alle Fälle sieht es bedeutend schöner aus. Das kann man vorweg schon mal sagen. Es sieht wirklich schick aus. In meinem ersten Monolithen sah es auch gut aus, ne? Aber die Technik, die wir zur Verfügung hatten, die sah halt ein bisschen schrottig aus. So, das könnten hier Tanks sein zum Füllen. Eventuell unten durch die Förderbänder. Also was heißt eventuell? Ich sehe hier sonst eigentlich keine andere Möglichkeit, das zu füllen. Hier haben wir es auch nochmal stehen, Kalium. Ja, niedrig. Also wir sind, Füllstand ist 0. So, hier ist es ein bisschen laut. Und dann haben wir hier Startesystemaktivierung. Ich drücke einfach mal drauf. Fehler. Zu wenig Substanz. Zu wenig Substanz. Okay. Okay, also müssen wir das erstmal auffüllen. Das heißt, wir haben also, wie gesagt, für 1000 Ressourcen zu sorgen. Warte mal, das ist der falsche. Hier ist der richtige. Hier geht's weiter. Dann nehmen wir den. Sehr gut. Ja, schön. Wo geht's lang? Da lang. Sehr gut. So, was haben wir hier? Da ist noch ein Lift. Ja, und diese Anlage wird dann wahrscheinlich den ganzen Dünger über den Planeten verteilen, sodass wir dann fruchtbaren Boden haben und dass dann eben Ungleichgewichte bereinigt werden, ne? So wie man das auch beim Kalk macht, beim Landwirtschaftssimulator. Ich muss das Beispiel einfach mal nehmen, weil es sich so einfach erklären lässt und ich sicherlich viele von euch den auch kennen. Ups, es speichert.
den auch kennen und deswegen ist es der einfache Vergleich, sag ich mal. So, schöne Sache auf jeden Fall. Ja, sieht echt top aus, kannst du überhaupt nicht meckern. So, haben wir hier auch einen Knopf, hier haben wir nichts. Hier müssen wir auch nichts machen, aber wir haben auf alle Fälle... Warte, ich komme. Danke. Danke fürs Warten. Ja. Hier haben wir auf alle Fälle schöne Sachen. Mal gucken, was es hier oben noch gibt. Da ist ein Ausgang, oder? Oh, hier können wir runterfallen. Aha, okay. Da gibt es nichts. Gibt es hier noch was? Nö. Schauen wir mal hier raus. Oh, oh, mit Terrasse. Sehr gut. Schön. Und die Sonne geht auf. Oh, ist das ein schönes Bild. Schaut es euch an. Dreh dich mal rum hier. Ja, naja, gut. Jetzt stehst du nicht ganz so perfekt, ne? Aber gut, was willst du machen? Aber okay, gut. Da ist er, der Monolith 3. Sieht man das ein bisschen? Ja, man kann es vielleicht sehen, aber ich weiß, dass das der Monolith 3 ist. Na, das habe ich in meinen paar Stunden, die ich hier schon verbracht habe. Ich starte Systemaktivierung. Ah. Aha, okay, also wenn das gefüllt ist, geht's los. Ja, eine schöne Sache. Und das ist wieder diese Struktur hier drüben, ne? Das hier. Sieht ein bisschen komisch aus. Na, wir haben, das müsste die 4 sein, das ist die 5, das ist die 3, hier vorne ist die 1 und wir selber sind an der 2. Vielleicht ist das noch so eine sechste Geschichte am Ende. Vielleicht ist darunter noch irgendwas verborgen. Weiß ich nicht, aber es sieht auf alle Fälle kurios aus zu den anderen. Erstens, weil es anders farblich ist als die Grundstruktur. Müsste man vielleicht mal irgendwann erkunden. Auf alle Fälle sehe ich hier ja, eins dieser drei Ressourcen, die wir brauchen. Wir haben hier auf jeden Fall auch wieder etwas. Es sieht zumindest so aus, als könnte man das abbauen. Müsste man gucken. Dieser... Teigfladen sieht genauso aus wie hier am Wasser, ne? Und da hinten vielleicht auch nochmal, weiß ich nicht genau, könnte auch täuschen auf die Entfernung. Aber so sieht es zumindest aus. Ja, hier haben wir auch nochmal was. Okay, und hier vorne sind wir ja vorbeigelaufen, das könnte dann wieder sowas wie hier sein, ähnlich. Oder die dritte Variante, ne? Also haben wir, was hatten wir? Wir hatten Kalium, Phosphor und Stickstoff. Stickstoff. Ja, Stickstoff, was ist der Grundstoff von Stickstoff? Ja, kann man alles dann irgendwie machen. Sehr schön. Und hier haben wir auch nochmal was, sehe ich gerade. Wie sieht es hier hinten aus? Hier unten ist auch noch was. Ja, hier unten. Auf alle Fälle sehr schön. Ich bin gespannt, wie es dann hier zum dritten geht. Also bin ich wirklich gespannt. Daran wird gearbeitet. Ich vermute mal, dass es dieses Jahr kommt, auf jeden Fall, das Update für den dritten Monolithen. Das werden wir uns dann anschauen, wenn es soweit ist. Wir bringen jetzt erstmal den zweiten zu Ende. Und wir nehmen die Abkürzung. Ja, Fallschaden haben wir ja nicht. Und jetzt hätte es sich geändert haben müssen und na gut. Okay, wir haben also erstmal hier den Grundstein geschaffen. Wir haben den Monolith 2. Wir haben die Technologie. Wir schauen nochmal rein. Das können wir übrigens nochmal machen. Es sind dieselben Fundamente, nur eben in schön. Wir haben auch Treppen, Bodenplatten, Deckenplatten. Wir haben Beleuchter. Wir haben neue Fackeln, um das mal so zu sagen. Wir haben Mauern, Säulen und Sonstiges. Wir haben... eine neue Ladestation, die sieht auf alle Fälle schöner aus. 20 NWR-Legierungen. Wow. Elektronik 5. Mhm. Handwerksbank braucht Platin, Aluminium, Stahl. Das haben wir zum Glück da. Da hatte ich ja schon ein bisschen vorgesorgt. Das ist sehr schön. 40 Legierungen Elektronik, Getriebe. Gut, das ist auch nicht das Problem. Dann haben wir hier 4 Legierungen. Also Legierung wird wohl der Hauptbaustoff sein anstatt Schrott, so wie ich das sehe. Oh ja, Legierung will er hier haben. Uiuiui, was ist denn das hier? Eine Uplink-Station zum Teleportieren. Was zum Teleportieren, Leute? Die Zeiten von Fahrzeugen und Laufen ist vorbei. Ich mache das alle 5 Meter, dann kann ich mich immer... Ne, egal. Nein, natürlich nicht. Aber dann könnte man zwischen dem Monolith 1 und 2 auf alle Fälle eine Teleporterstation machen. Da frage ich mich gerade, ob das passt, wenn wir da oben eine draufkriegen auf die Plattform. Ich weiß nicht, wie groß das Ding wird. Schauen wir mal. So, ich wollte nochmal weiterschauen, entschuldigt. Und dann haben wir hier eine Plattform. Plattform? Für was? Kann ich die irgendwo dran schrauben? Maschinen! Oh, ui, das sind viele.
Oh, oh, na, das kann was werden. Bodenextraktor, Luftextraktor, Drohnenfabrik, Drohnenpad. Drohnenfabrik, ui. Montageanlage, Verarbeiter, Schmiede, Gießerei automatisch, Raffinerie, Brecher, also sowas wie ein Schredder ist das dann, ja, ja genau. Aber warte mal, leistungsstarke Zerkleinerung für industrielle Erzzerkleinerung. Ich würde gerne mal was haben, ob wir Hochdruck für Herstellung von Hightech-Chemikalien, vielleicht, oh schön, ob wir mal hocheffizientes Schreddern und Schmelzen von Schrottmaterial zu barren. Ich würde gerne mal wissen, ob wir von den anderen Sachen, die wir hergestellt haben, ob wir die wieder einschmelzen können. Oh, da müssen wir mal gucken, ob hier bei dem System was dabei ist. Ne? Und wir haben ja hier noch Platz. Es könnte durchaus sein, dass beim dritten und vierten hier noch andere Dinge auftauchen. Das kann durchaus passieren. Aber die Technologie, die gefällt mir natürlich schon mal sehr gut hier. Ne? Wir können mal schauen, Drohnenpad. Okay, das ist ein bisschen groß. Aber okay, irgendwo. Die Drohnen sollen ja auch nicht so klein sein. Aber ich habe das noch nicht auf dem Schirm. Wir werden das sehen. Stromkabel, die sehen so ähnlich aus. Ja, was haben wir noch? Band haben wir. Nochmal Band, also das sieht so ähnlich aus wie unsere, aber ich glaube, die sehen ein bisschen schöner aus, ne? Und dafür brauchen wir die Legierungssachen. Also ich glaube, wir müssen als erstes mal den Legierungsdings aufbauen, dass wir da... Ja, und da müssen wir schauen, was Legierungen herstellt. Und das heißt, wir werden heute wahrscheinlich... Müssten wir mal in die Maschinen reinschauen. Aber ich wollte... Entschuldigung. Ich wollte gerne in die Fabrik dort vorne reinschauen. In diese Tür, ne? Da war ja auch noch was. Aber warte mal, ich bin noch nicht fertig. Wir müssen noch mal kurz ein bisschen hier reinschauen. Bandverteiler. Also Verbindung haben wir. Bandverteiler, Bandkoppler. Also was zusammen, was auseinander. Bandkoppler und Bandteiler. Das sind dann... Ach, das sind die Verteiler. Das ist ein Verteiler und das ist ein Zusammenführer. Oder andersrum. Also Koppler und wie auch immer. Egal, Landwirtschaft, da haben wir, was haben wir da? Luftbefeuchter, ist das alles? Okay. Ja, vielleicht brauchen wir nicht so viel Landwirtschaft, weiß man nicht. NWR-Batterie, das sieht schon mal erheblich gut aus. Speichert 5000 Einheiten, sehr schöne Sache. Solarpanel, die sehen gut aus. Erzeugt Strom aus der Sonne. Hm, Windgeneratoren, Legierung, Getriebe, Elektronik, okay. Und Strommast. Ja, der sieht natürlich... bedeutend schöner aus, ne? Verbindet bis zu 8 Kabel. Ja gut, das hat unser auch. Was haben wir noch? Strom hat man. Wasser. Wasser haben wir nichts. Okay, dann müssen wir den alten Schrott nehmen und Gegenstände haben wir auch nichts. Aber wir haben auf alle Fälle schon mal eine ganze Menge. So, da wir heute in der Erkundungsfolge sind, machen wir es so. Ich würde mit euch gerne vorne mal reinschauen in diese Gebäude. Wir haben das ja nun entdeckt. Warum soll man es da nicht machen? Und ich weiß ja nicht, was da vorne zu finden ist. So, wo sind wir denn hier reingefahren? Hier vorne irgendwie, ne? Ja, hier sieht's gut aus. Hier ist auch so ein grafisches Zusammensetzen, ne? Wurden Kartenstücke zusammengesetzt? Naja, wie auch immer. Haben wir ja in anderen Spielen auch manchmal, sieht man das. Ist kein Problem. Da gibt es, glaube ich, Schlimmeres, ne? So, ja, dann haben wir Teleporter, wir haben Drohnenpads, wir haben neue Maschinen. Also ich bin begeistert und ich bin gespannt, was wir in dem... machen können. Aber ich glaube, jetzt schon sagen zu können, wir werden das wohl das nächste Quest nicht in 7 Folgen machen. Hier haben wir Rohstoffe. Weil das einfach, denke ich mal, einfach zu komplex ist. Wir haben bedeutend mehr Maschinen. Zumindest haben wir das so ausgefühlt, dass wir ungefähr 50% mehr Maschinen haben. Und ja, ich übe noch. Tut mir leid. Ich habe den Führerschein erst seit gestern. Und dass man, kann man hier auch reingehen? Hier ist auch was offen. Oh oh. Oh oh. Die Folge wird vielleicht etwas länger. Gut, ich muss jetzt mal mich beeilen. Und dann werden wir sehen, was daraus wird. Also es wird wohl nicht in 7 Folgen der nächste Plot hier abgedreht werden. Bremsen. Danke. So, fahren wir mal hier durch. So, wir hatten hier vorne... Wo war denn das jetzt? War das hier? Ich stelle mal das Auto hier ab. Weißt du was? Ich guck mal hier vorne. Wir machen es mal der Reihe nach mit die Gebäude. Denn wenn das hier auch aufgeht... Krass. Also damit hatte ich nicht gerechnet, das muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das hat so geleuchtet. Ich habe das ja in der letzten Folge oder vorletzten Folge schon gesagt gehabt. Das leuchtet und wenn man hier reingehen kann, dann wird das natürlich der Brüller, ne? So. Ja, dann gucken wir mal, wie weit wir kommen. Schön. Ah, hier sieht's gut aus. So, was ist das hier? Lustig.
eine Tür, obwohl da offen ist. Okay. Keine Fragen? So, können wir hier was öffnen? Nee. Aber vielleicht machen wir es mal richtig, hä? Weiß ich nicht. Vielleicht ist es auch eine Versuchstür oder die steht hier falsch. Sieht ein bisschen putzig aus. Könnte natürlich auch der Scanner sein, wenn man durch so eine Scannertür geht. So sicherheitsmäßig, ne? Aber ich glaube, so sieht es nicht aus. So gut, wir gehen mal hier durch. Da ist nichts. Behälter. Oh, das ist aber eine schöne Kiste. Kann ich die mitnehmen? Ist da was drin? Nee. Ein kleiner Container. Na gut. Was haben wir noch? Da ist nichts. Hier ist auch nichts. Alles nichts. Eine Konsole. Ich will hier nichts aktivieren, was ich nicht weiß, zu handeln weiß. Na gut, wir drücken mal drauf. Oh, willkommen bei NWR. Hallo James, herzlich willkommen zum NWR-TAS-Programm. Wir sind alle sehr darauf gespannt, was du hier bei uns auf der Insel erreichen kannst. Ich habe mir deine Diplomarbeit und deine sonstigen Arbeiten kurz durchgelesen. Ich muss sagen, vieles davon übersteigt mein Wissen über die Materie. Aber ich bin ja schließlich wegen der mechanischen Dinge hier. Ich hoffe, du lebst dich gut ein. Denke daran, dass du mich in der Technikabteilung finden kannst, wann immer du mich brauchst. Unsere Teams werden beim PAL-Programm eng zusammenarbeiten. Also zögere nicht, mich zu kontaktieren. Wir werden wöchentlich treffen, jeden Montag und Freitag um 10 Uhr abhalten. Wir werden wöchentliche Treffen jeden Montag und Freitag um 10 Uhr abhalten. Leider endet hier die freundliche Einführung. Wie du weißt, läuft uns die Zeit davon, um uns vor einer absoluten Katastrophe zu retten. Es steht unvorstellbar viel auf dem Spiel. Haben die es nicht geschafft? Deswegen sieht der Planet so aus? Ich weiß es nicht. Wir werden es herausfinden. Ist ja schön, wenn das noch eine Story dahinter hätte. Das wäre echt cool, ne? Ich will ehrlich sein. Es wird hart werden, James, und es wird dich manchmal überfordern. Aber wir werden schnell arbeiten müssen. Denke stets daran, dass wir eine richtig große Sache machen. Große Dinge erfordern große Anstrengungen. Beste Grüße, GB. Jim Baxter. Technische Abteilung. Leiter. Gut, was haben wir? PAL-Systemtest. Hallo Jim, ich hoffe, bei dir ist alles in Ordnung. Heute werden wir uns zum ersten Mal das PAL-System einschalten. Wenn du vorbeikommen möchtest und mich etwas fragen willst, der Test beginnt um 10 Uhr im TAS-Labor. Komm zu mir ins Labor, wenn möglich. Falls nicht, kannst du trotzdem zuschauen und wir können uns nach dem Test unterhalten. Wir haben alle notwendigen Überprüfungen durchgeführt und es scheint alles in Ordnung zu sein, von einer kleinen Auffälligkeit abgesehen. Welche aber wahrscheinlich kein Problem bereitet. Wahrscheinlich. Naja, und mir wird eine kleine Diskrepanz in unsere Quantenkernprototypen angezeigt, aber das ist noch im Rahmen des Erlaubten. Na, toll. Ja, Quanten, toll. Wie gesagt, lass mich einfach wissen, wenn du Fragen hast oder den ersten Test sehen willst. Liebe Grüße, James. PAL, großartige Neuigkeit. Der Reaktor ist geschmolzen. Hallo Ronald. Es gibt tolle Neuigkeiten. Der heutige Testlauf für das PAL-System hat einwandfrei funktioniert. Und ich sollte sagen, er ist sofort angesprungen und hat uns verstanden. Ziemlich überwältigend. Ich möchte mich bei dir und deinem Team ganz herzlich dafür bedanken, dass ihr uns in diesen Punkt an diesen Punkt gebracht habt. Wir haben heute wirklich einen großen Meilenstein erreicht und ich hoffe, dass PAL uns bei den Problemen helfen kann, mit denen wir derzeit konfrontiert werden. Wir lassen ihm für absehbare Zeit weiterlaufen, da er darum gebeten hat, für die Kalibrierung und Datenanalyse online bleiben zu dürfen. Wir sind uns nicht ganz sicher, was er damit meint. Wir sind gerade dabei, das zu klären. Na klar, der sammelt Daten und dann Rambazamba. Hier, Cyberdyne Systems, ne? Skynet. Gut, okay. Wir halten dich auf den Laufenden. Du solltest auf jeden Fall ins TAS-Labor kommen und dir selbst ein Bild davon machen. Es ist einfach unglaublich. Wer das mal in den Nachrichten verfolgt hat, vor einigen Jahren gab es ja auch mal ein paar Forscher. Die haben, ich weiß nicht mehr genau, wie es war, es ist schon ziemlich lange her. Die haben Maschinen miteinander kommunizieren lassen. Und während der Kommunikation dieser Maschinen hat, oder Computerprogramme, wie auch immer, haben die Maschinen eine eigene Sprache entwickelt. Und die, also es ist wirklich eine wahre Begebenheit, die Forscher wussten nicht mehr, was das bedeutet, haben die Kontrolle verloren und haben in eiliger Hast den Stecker gezogen. Das muss man sich mal überlegen. Ne? Die haben die Sprache umgewandelt in eine einfachere Sprache, um besser zu kommunizieren. Wow. Ja,
Wie gesagt, wenn der Erschaffer die Kontrolle verliert, wird's eng, ne? So, PAL Turing Test Version 3 bestanden. Wir lesen mal. Hallo Ron, heute haben wir mehrere Experimente mit den PAL-Einheiten durchgeführt. Nach dem erfolgreichen Bestehen des Turing Tests Version 3 haben wir nun den Empfindungstest durchgeführt und wir glauben, dass unser PAL-Programm dies bestanden hat. PAL scheint unsere Situation zu verstehen und wir haben beschlossen, die aktuellen Daten, die wir über die zunehmend unkontrollierbaren Wetterphänomene haben, zu integrieren und an PAL zu übergeben. Er rechnet schon seit einiger Zeit und gibt regelmäßig Updates aus. PAL sagt, er müsse eine Vielzahl von Tests durchführen und hat noch keine Vorstellung davon, was wir wann tun müssen oder wie wir die Situation beheben können. Er hat einige mögliche Theorien vorgeschlagen, wie zum Beispiel den Einsatz eines extrem schnellen Turbolüfters, um Kohlenstoff aus der Atmosphäre zu ziehen. Leider hat er noch keinen Entwurf vorgelegt, der in so kurzer Zeit realistisch durchführbar ist. Wir haben diese Theorie unserem Ingenieursteam vorgelegt, aber die sind völlig ratlos. Wie man derartige Geschwindigkeiten bei unserem derzeitigen technischen Entwicklungsstand erreichen kann. PAL scheint jedoch zu glauben, dass er ein solches System entwerfen könnte. Beste Grüße, James. Gut. Wahnsinn, ein bisschen viel Text. Ich hoffe, das wird nicht so weitergehen. Aber auch mal sowas ist ganz interessant. Also es geht hier um Antriebe, Turbinen, Lüfter, KI, irgendwie sowas. Ja, ein bisschen wahrscheinlich von allem, um die Umweltsituation hier zu bereinigen mit Hilfe von einer Maschine, sagen wir es mal so. Okay, gut, das Gebäude haben wir. Ich würde nochmal hier um die Ecke schauen. Da ist erstmal nichts. Ja. Siehst du, dann hat das Leuchten doch was zu bedeuten gehabt. Gut. Was? Jetzt gerammelt. Es regnet. Es wittert. Aha. Also das hängt auch mit dem neuen. Ja. Oh, 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 schön. Ah, schade. Schaut es euch an. Warte mal, ich nehme das mal raus hier. Komm, mach nochmal einen schönen Blitz hier oder irgendwas. Ah, das habe ich auch bei Miss Survival. War das ja auch so eine tolle Sache. Und auch bei Lost World. Na, dieses... Oh, oh, schön. Das sah echt gut aus. Komm, mach nochmal hier drüben. Ist ein bisschen zu weit weg, wie es scheint, ne? Na gut, wir machen mal weiter. Nächste Gebäude. Ja, toll. Drehe ich mich weg, kommt der Blitz in der Nähe. Na gut, dann ist das so. Haben wir hier? Können wir in das Gebäude rein? Nö, das ist zu... Okay. Hier drüben irgendwie? Nee. Ah, weißt du was? Ich habe das Jetpack nicht dabei, ne? Ah, da müssen wir, glaube ich, nochmal mit dem Jetpack wiederkommen. Kann das sein, dass hier vielleicht was auf den Dächern liegt, wenn hier das so ein bisschen treppenartig angelegt ist? Aber ich weiß es auch nicht. So, hier hat man ja schon mal geprüft. Hier ging es ja auch rein. Aha. Erstmal schnell einen Umblick. Nicht, dass hier irgendeiner wartet auf uns. Also, wie gesagt, es soll ja so sein, keine Gegner. Zumindest ist das so der jetzige Stand der Dinge. Keine Gegner, keine Maschinen, kein irgendwas, was uns irgendwie... Es geht hier wahrscheinlich nur um die Verfolgung einer Story mit ein bisschen Satisfactory oder Fabrik, bla bla, irgendwas. Also so... Bauen von halt Produktionsstrecken. Ne? Dann den Planeten hier. Terraformen wahrscheinlich, so wie es aussieht. Wir haben hier neue Maschinen. Irgendwas stellen die her. Das sind Rohre oder Probencontainer. Man weiß es nicht. Was haben wir denn hier drin? Triebwerk? Triebwerk oder irgendwas für Energie? Könnte aber auch Triebwerke sein. Ne? Ja. So, was haben wir hier? Da blinkert noch was. Da blinkert was. Hm, weiß ich nicht. Können wir nicht ran? Hier können wir auch nicht ran. Ich prüfe mal. Öffnen. Aha, Tür. Okay. Na gut, dann gehen wir mal rein. Ja, das könnte eine Zu- oder Abluftturbine sein. Und das da drüben ist dann das Gegenstück dazu. Das ist der Testproband hier. Das könnte durchaus die Turbine sein, die das rausbläst. Und da wir ja Monolith das schon mal ein bisschen hatten,
im Monolith 1, ihr erinnert euch, der hat ja auch was rausgeblasen. Das sieht nach derselben Technologie aus, also es könnte eventuell geklappt haben, was die gemacht haben. Ein Behälter. Nichts drin, schade. Ja, ich hoffe, dass das hier jetzt nicht anspringt und wir davon fliegen. So, schauen wir mal. Kiste 2, auch nichts drin. Hm. Kann ich hier was machen? Nee. Ah, hier ist was, warte mal. Hier ist ein bisschen laut, ne? Hm. Na gut, müssen wir mal schauen. Konsole. HVTF-Lösung. Ron, wir haben die Lösung. Wir sind zu 99% sicher, dass es funktionieren kann. Alle Teams haben Tests durchgeführt, nachdem Pal uns die Information gegeben hat, die wir brauchten, um das Ding von Grund auf zu bauen. Was ein großartiger Tag ist, basiert auf anderen Systemen und Ideen, aber es scheint sehr, sehr vielversprechend zu sein. Alles, was... Lass alle wissen, dass es noch Hoffnung gibt. Ja, also die schienen damals hier am Ende zu sein mit ihrer Umweltverschmutzung, scheint es so. So, Sauerstoffabzugssystem. Na, dann schauen wir mal. Hallo Jim, ich hoffe, es geht dir gut. Pal hat uns geraten, ein System zu installieren, das die Atmosphäre Sauerstoff entzieht. Was? Der Atmosphäre Sauerstoff entzieht? Okay, da ist irgendwas faul. Er hat gesagt, dass es aufgrund der komplexen Natur dessen, was wir zu erreichen versuchen, am besten wäre, einen vorsorglichen Überschuss in die geplante Kohlenstoffextraktion einzubauen. Falls wir zu viel entnehmen und uns die Sache um die Ohren zu fliegen droht, können wir gespeicherten Sauerstoff langsam in die Atmosphäre entlassen und eine toxische Übersättigung der Atmosphäre vermeiden. Ja, wir überlassen dir die Daten zur Prüfung über... Wir überlassen dir die Daten zur Prüfung, aber wir haben sie uns bereits angesehen und sie sehen korrekt aus. Wenn es stimmt, was Pal sagt, sollten wir den folgen, damit wir nicht über das Ziel hinausschießen und damit ein weiteres Problem für uns selbst schaffen, wenn der Tag kommt. Grüße, James. Ja, das klingt irgendwie, das klingt nicht gut, klingt gar nicht gut. Also, Sauerstoff abziehen aus der Atmosphäre, Also, wenn das wirklich so ein Schrottplanet ist mit Umweltverschmutzung, ich glaube, dass der Sauerstoffgehalt da sowieso schon kritisch ist, weil Pflanzen wahrscheinlich auch aufgrund der schlechten Bodensachen auch eingehen. Die brauchen natürlich eine negative Atmosphäre von Stickstoff und CO2 und so weiter und anderen Stoffen, damit sie Sauerstoff produzieren können. Aber ich glaube, dass es da schon ein Defizit gibt, wenn die so sehr hier am Argen sind und dann noch Sauerstoff abziehen. Ich glaube, die Maschine, weiß ich nicht, sieht ein bisschen strange aus. Hallo Ron, wir haben entschieden, dass wir uns auf die HVTF-Option festlegen müssen. Wir haben nicht genug Zeit, um auf andere Lösungen warten zu können und alle Teams hier scheinen das Projekt für machbar zu halten. PRL hat uns die Pläne für den Bau dieser Maschine zur Verfügung gestellt, sodass ich es für unabdingbar halte, das Projekt anzugehen, da uns die Zeit davonläuft. Beste Grüße, Jim Baxter. Nun gut, also, kann man hier ziehen dran? Nee, ne? Das ist Strom. Gut, also das ist eine Testanlage, die haben das dann wohl getestet. Ja, ob das nun geklappt hat oder nicht geklappt hat, weiß keiner. Wo ist denn hier der Ausgang? Hier. Ja, vielleicht erfahren wir es irgendwann. Ja. So, das haben wir, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Dann sind wir hier durch. Wie liegt man in der Zeit? 38 Minuten oder so. Ihr wisst ja, ich hatte hier unten noch was gesehen. Bei den Häusern. Da schauen wir auch nochmal nach dem Rechten. Ja. Hier unten war ja auch noch was. Vielleicht gehört das noch dazu. Was ist denn jetzt los? Strom alle? Wow. Geht einfach der Strom aus. Gut, dann schauen wir mal. Hier ist wieder ein Fahrzeug. Ist hier was drin? Nö, keine Ressourcen, schade. Okay, ich gehe mal... Wo war es denn jetzt? Hier. Vielleicht kommen wir hier rein. Da ist zu. Okay. Ich flitze nochmal rum, vielleicht kommen wir hier auch nicht rein. Eine Tür war ja offen, das hat man ja gesehen beim Vorbeigehen. Okay, die Tür scheint gesperrt zu sein, rotes Licht, dann wird hier drüben wahrscheinlich auch zu sein. Eventuell müssen wir das freischalten, können wir das freischalten, vielleicht mit dem dritten Monolithen. Das werden weitere Informationen kommen, aber diese Türen scheinen prinzipiell zu sein. Ich prüfe das gleich mal von vorn bis hinten. Und dann sehen wir weiter. Ja, ich hoffe mit dem Lichteinlass, das geht für euch so. Ist halt alles ein bisschen dunkel gerade. Hier ist offen. Ja, dann gehen wir mal rein. Okay, hier sind Kisten oder irgendwas. Behälter. Container. Klein. Oh, hier hätte ich gar nichts herstellen brauchen.
Sauerei. Habe ich mir so eine schöne Fabrikanlage gebaut, ich wäre hier reich gewesen mit dem. Hätte den Planeten verlassen können. 4 Goldbarren, was willst du mehr? Keine Ahnung, was so ein Goldbarren Kilo, was das wert? 30, 40.000? Na, da geht schon was, ne? Und was ist hier los? Meine Vorgänger? Oh, oh. Oh, oh, soll ich mir das zu denken geben? Bin ich nicht der Erste? Da kommen schon wieder Fragen auf. Wie in jedem Spiel. Behälter öffnen. Ne, das ist das. 3 Vorfahren. Ich glaube nicht, dass das Maschinen sind, die es schon gab, wo die hier dran rumgefummelt haben. Ich weiß es nicht. Ich weiß ja nicht, in welcher Zeit das alles geschehen ist. Aber ich wollte nochmal hier vorgehen. Das weiß ich ja nicht. Aber die Tür war auf alle Fälle offen. Gut. Wir schauen nochmal hier drüben. Ich gehe mal davon aus, dass es hier dasselbe in grün ist. Genau. Halt. Ist das korrekt, dass hier die Wand fehlt? Okidoki. Warte mal, ich muss mal Gewalt anwenden. Okay, hier ist die Tür zu. Ich schau mal hier rein. Habe ich jetzt auch nichts. Ne, rauskommen tue ich auch nicht, oder? Nö. Ich will das aber jetzt auch nicht zerlegen, jetzt mit dem Laser oder irgendwas. Ne, das spare ich mir. Das Gebäude da drüben müssen wir noch machen. So, hier wird es auch nichts geben, oder? Nee. Gut, dann mache ich nochmal die Rückseite. Dann machen wir noch das Gebäude hier vorne. So, aber das hat man ja eigentlich, ne? Wir waren ja drin. Gut, dann können wir uns das eigentlich schenken. So, dann haben wir noch das Gebäude hier. Ich packe mal den Laser weg. Aber hier ist auch rot. Kommen wir also auch nicht rein. Gut, haben wir auf alle Fälle schon mal das. Was wir mal in den nächsten Folgen noch machen müssen. Jetpack nehmen und mal die Dächer kontrollieren. Vor allen Dingen auch da oben, wo wir waren. Oh, wow. Wegen 2 Zentimetern hier. Vielleicht ist auf den Dächern noch was zu finden. Es sieht nicht so aus, aber vielleicht da oben noch. Oh, was haben wir da noch? Warte mal, wir haben noch was. Bevor wir die Folge beenden, dann machen wir es richtig. Dann sind wir nämlich richtig im zweiten Kapitel sozusagen angekommen. Im zweiten Quest. Wir haben erstmal alles untersucht. Wir haben jede Menge Ressourcen wieder zum Abbauen. Und wir haben natürlich neue Technologien. Wir haben auch ein bisschen was gefunden. Und wir haben auf alle Fälle jede Menge Informationen erhalten, wie sich das eventuell hier verhält. Ich laufe jetzt gleich mal. Oder fahren wir? Ach komm, wir fahren. So viel Zeit nehmen wir uns. Die Folgen sind ja eigentlich alle für 30 Minuten geplant gewesen. Ich glaube, bei einer haben wir uns bis jetzt dran gehalten. Alle anderen sind so um die 40, 50 Minuten. Eine war jetzt, glaube ich, sogar eine Stunde. Ja, das tue ich nicht alles, ne? Ist aber teilweise, denke ich, auch spannend, so ein bisschen zu spekulieren. Ihr könnt mir ja auch mal eure Meinung drunter schreiben. Aber natürlich, wenn ihr es wisst, dann natürlich nicht, ne? Also das ist ja dann Vorsagen. Das möchte ich dann auch nicht. Ich habe kein Licht. Wieso geht denn das Licht aus, wenn wir hochfahren? Könnte es sein, dass der geradeaus nur strahlt und wenn wir hochfahren, ist das Licht weg? Ich glaube, das... Ja, das sind so ein paar Kleinigkeiten, die müssten vielleicht nochmal gefixt werden. Wobei, hier ging es gerade. So. Ah, das ist das Ding, was sie gebaut haben, ne? Ist da... Dann haben sie es wohl hingekriegt, wie es scheint. Oder? Oder wie sehe ich das? Sollte das hier die große Testanlage sein? Da ansaugen, hier rausblasen. Hier haben sie ja genug Freiraum. Hier kann die heiße Luft dann dementsprechend schalten und walten. Also, scheint vielleicht eine Testanlage zu sein. Keine Ahnung. Ja, so sieht's aus. So, und ich sehe gerade was. Ich sehe gerade was. Seht ihr auch was? Zum Abschluss der Folge. Testen wir das heute mal und es geht los. Oh wow. Genau, Bruchlandung. Okay. Dass er nicht weiterrollt, ist natürlich auch die Härte, aber okay. Gut. Okay, Freunde, das soll es für die Folge gewesen sein. Wir haben ein bisschen was rausgefunden. Ich könnte mir vorstellen, dass es bestimmt noch mehr solche Anlagen gibt. Eventuell zum Nachstöbern, Lesen, was auch immer. Wir haben auf alle Fälle rausgefunden, dass sie in Zeitnot waren, dass sie einen
großes Luftgebläse brauchten, um diverse Dinge zu machen. Es ist davon auszugehen, dass die das wahrscheinlich nicht überlebt haben. Wir wissen es nicht. Oder meine Erbauer hier von Wally-E, na, was ich ja bin, die haben mich hierher geschickt, weil sie den Planeten verlassen haben. Wie auch immer. Gut, nächste Folge werde ich... wir werden erstmal noch ein paar Ressourcen herstellen müssen. Da werden wir nochmal eine kleine Sammelrunde machen. Das werden wir mal zusammen machen. Vielleicht müssen wir mal schauen. Vielleicht mache ich es auch alleine. Ich werde auf alle Fälle die letzten... einer müsste es noch sein, der da hinten, genau. Der da, den werden wir noch abbauen. Der hat auch noch ein paar Ressourcen. Wir werden den abbauen. Der hat noch ein paar Ressourcen. Wir werden ein bisschen was umwandeln. Und dann werden wir uns alles mehr oder weniger schnappen. Drüben kleine provisorische Station aufbauen. Und als erstes natürlich wieder ein neues Ladegerät, Container, Plattform. Ja, und ich baue das natürlich wieder erstmal so in dem Stil, je nachdem, wie wir es haben. Wir werden aber hier mit Ressourcen rüberfahren. Ich will also das hier so machen, dass wir dann mit ein paar Ressourcen drüber ankommen und das neue Notwendigste erstmal bauen können. Na, vielleicht wieder so mit Plattform hier so, aber diesmal nicht ganz so groß. Schauen wir mal. Vielleicht machen wir es auch mal ohne Plattform, vielleicht tun wir es in die Gegend mit einpflegen, wobei ich das eigentlich so ganz schick fand, denn es macht eine Oberfläche und man hat vielleicht keine Probleme. Gut. Jetpack werden wir auf alle Fälle einpacken, vielleicht brauchen wir das. Und dann werden wir uns auf alle Fälle die neue Werkbank bauen. Die neue Upgrade-Bank werden wir uns gleich anschauen am Anfang. Neue Fahrzeuge habe ich jetzt so nicht gesehen, aber es müsste noch ein paar Fahrzeuge geben, so viel weiß ich. Ja, vielleicht müssen wir die einfach selber bauen. Ne? Das müssen wir uns mal angucken, wie das dann läuft. Gut, und dann bedanke ich mich bei euch, dass ihr wieder dabei wart, hier bei so einer ja, ganz lustigen, erfahrungsvollen Folge. Und dann machen wir da drüben beim Monolith 2 weiter. Bis dahin sage ich vielen Dank fürs Einschalten, macht's gut, ciao, ciao und bis zur nächsten Folge.